Ich weiß, ihr wart gerade dabei, eure Hose anzuziehen, aber zieht sie wieder aus, denn wir spielen jetzt Typo Man. Viel Spaß. Herzlich willkommen an diesem fantastischen Montag. Jetzt haben wir Montag. Mhm. Ja, ihr wart gerade im Begriff abzuhauen wahrscheinlich, nach dem fantastischen Let's Play mit Chiara, Bell, Olli und Doom. Aber nee. Bleibt mal schön hier am Ball. Jetzt wird hier nämlich wieder live Typo Man gezockt. Ich meine, wir haben uns der Stimme des Volkes, der Demokratie, haben wir uns gebeugt. Und über 5000 Klicks auf unser letztes Let's Play bekommen und deswegen zocken wir das jetzt, oder? Es ist momentan die größte Crowdfunding-Aktion im deutschsprachigen bis mitteleuropäischen Raum. Das ist die dritte Session. Ja, ihr kennt das Prinzip, ich habe das Spiel schon durch, mache deswegen übelstes Backseat Gaming, was richtig unangenehm ist, gerade beim Rätseln. Krane ist der No-Skillo-Mann und wir sind gescheitert gerade an einer Jump-and-Run-Passage in der letzten Folge. Mhm. Und wir schauen mal, Krane, ob du das heute schaffst. Erstmal ein bisschen 20 Mal warm spielen, ja. Ein bisschen ne? Du musst also dem Feuer entkommen. Ich bin hier im Chat, ich habe das hier richtig am Start, Andreas, dann dieses kleine süße Emoji von Panda Bier. Wir starten direkt rein. Es geht knallharte Action hier und der Typ wird es jetzt first tryen, die Nummer. Scheiße, habe ich ein Déjà-vu, da oben musste gar nicht lang. Ich weiß. Und das Feuer kommt, das Feuer küt. Oh, Jesus! Oh Gott, weil ich nicht da oben her muss, ne? Machen wir einen Death Counter? Ich weiß nicht. Einmal ist er gestorben. Was schätzt ihr, lieber Chat? Haut mal eine Zahl rein. Wie viele Tode wird Andreas innerlich sterben? Auch das könnte ein Death Counter sein. Also, es ist nur eine kleine Jump-and-Run-Passage. Nichts, was man nicht früher mit 15 Mal bei Banjo-Kazooie in viel einfacher oder viel schwerer gelöst hat. Zweiter Tod! Und das habe ich noch nie gesehen. Ja. Mit dem Ding, am wenigsten kreativer Tod. 45, 37 kommt da, schätzt mal. Ich tippe auf 17 Tode. Es ist zwei haben wir schon. Ich habe hier natürlich alles im Blick, lieber Chat. Locker 14, 3, 15. Fabian, du rockst es. Yes! Aber diesen Versuch noch lange nicht. Aufgabe, darüber zu schwenken. Du hattest es schon bis zum E geschafft. Ja. Und da habe ich mich einfach gar nicht mit dir beschäftigt. Manchmal hilft das ja. Also ich gucke einmal ein bisschen zu den Jungs hier und Mädels im Chat. First try, Tod Nummer 3. My name is Fabian Krane and this is Jackass. Wie geht's euch zu Hause? Ich schaue hier mal ganz kurz im Forum. Das ganze pralle Feedback. Auch da wieder. Sorry, vierter Tod, noch nicht ganz geschafft. Oh, was ist denn das hier? Rocket Beans. Die Leute rasten wieder aus, oder? Leute rasten aus. Community. Shows. Was geht hier? Type Man nicht mal oben. Hier irgendwo unter Game 210 sind wir. Aber für die Leute, die heute das erste Mal einschalten sollten, könntest du ja mal kurz erklären, worum es überhaupt hier geht. Ja, es ist, Fabian Krane ist nicht nur ein Körperklaus, sondern auch ein Videospielklaus und hat es nicht leicht gehabt in seiner Jugend wieder einfach safe. Ich gar keine Angst haben muss, dass du es zwischendurch löst. Ist nicht so der Videospiel-affine Typ, aber wir wissen natürlich, bei diesem Sender kommt das Herz der Community gewinnt man nur mit Gaming. Du kannst geile Shows machen, alles schön und gut, du kackst einmal ab, fuck it. Aber das Herz von euch gewinnt man nach wie vor nur über Gaming. Und das muss nicht mal gut sein. Deswegen dachten wir uns spontan, hey, was gibt's denn so für kleine Titel, die man mal eben spielen kann? Nein! Peinlich. Hä? Aber ich hätte nicht weiter schwingen können. Doch, klar. Und da kam uns Typo Man in den Sinn. Und Krane lernt das so ein bisschen. Das Schwierige ist, es ist eigentlich so ein kleines Wortspiel, Wort-Rätsel-Game. Und jeder, der schon mal vor anderen gerätselt hat, weiß, wie anstrengend das ist, wenn der andere das Rätsel schon kennt. Hatte dieselbe Erfahrung am Wochenende. Was? Jesus Christ. Ich habe nämlich mit Eas und Gunnar Zelda gespielt und sie wollten unbedingt, dass ich den dritten Titan mache bei Breath of the Wild. Ja. Und in den Titanen hat man erstmal so ein paar Rätsel, die man lösen muss, um an Schreine zu kommen oder Kontrollstationen.
Es war ekelhaft, weil Ias und Gunnar es beide schon gemacht hatten. Oh ja, guck dir doch mal die Stromkreise an. Oh, fuck you, ich will das erstmal in Ruhe mir angucken. Ging natürlich gar nicht, weil sie es natürlich so machen wollten, wie sie es gemacht haben, statt dass ich erstmal in Ruhe gucken konnte. Dann hörst du nur auf die Hinweise, kannst dich gar nicht mehr konzentrieren. Noch nicht aufhören, an die Leiter springen noch. Hoch! Hammer! Feuer! Alter, okay. Ja, das ist nach 7 Toten geschafft, danke. Smash. Da steht auch Smash. Ja, das wirst du heute nicht mehr schaffen. Nee, oder? Scheiße! No Skilloman, der Held des Volkes, schreibt Stevio. Okay, schauen wir erstmal, was hier passiert. Das war ich, ne? Naja, ja. Dass die Leute das wissen. Sind wir damit am Ende des zweiten Kapitels? I think so. Chaos. So, Leute. Ich will dich unbedingt in diesem Bosskampf sehen. FFF schreibt die. Oh! What? Achso, nee. Ja, ja. Ist er das schon? Ja, aber das ist nur das erste. Ja, aufeinandertreffen. Das erste Mal das Antlitz erblicken, ja. So ein bisschen wie mit meinem Bewährungshelfer. Erstes Mal. Schnuppern. Machst du nachher wieder diesen Zitate-Zitier-Gag? So, Leute, jetzt keine Zeit verlieren hier. Das ist unser kleines Dark Souls hier. Mit Krane. Mhm. So, wir sind dann aber gleich im dritten Kapitel, dem dritten und letzten Kapitel, möchte ich sagen. Aber wir haben nur noch 50 Minuten. Übrigens, na gut, ich möchte nicht in die Cutscene sprechen. Kommt da noch was? Gerade nicht sicher. Ja, ich halte erstmal meinen Rand. Übrigens, bei solchen Cutscenes, ich gucke mir dann immer auf Wikipedia an, wie ich das zu interpretieren habe. Hat sie jetzt mit ihrem letzten Atemzug quasi dich nochmal gerettet? Mhm. Man interpretiert einfach nicht mehr. Man geht einfach und lässt sich das vorgaukeln von Wikipedia. Bei den meisten Filmen, die ich gucke, die ein unklares Ende haben, schaue ich auf Wikipedia, wie es gemeint war. Kann ich denn hier laufen? Nein. Nein. Was soll ich denn sagen? Ach so, ja, falls ihr zu Hause denkt, ah geil, ich würde das gerne parallel mitspielen. Gar kein Problem, in guten 30 Minuten seid ihr da, wo wir jetzt mit gerade nach 4 Stunden sind. Okay, also, wir haben hier eine Gap, die wir auch hier da vorne sehen können. Die müssen wir wahrscheinlich closen und wir haben da Past stehen. Also, ich kann hier nicht rüber, ich kann nicht nach rechts. Das heißt, ich muss irgendwas mit den Buchstaben hier machen. Folge irre ich mal. Mhm. Und also ich würde jetzt mal in Ruhe an. Ich würde sowas wie Close gerne bilden. Mhm. Ja? Aber weil damit man die. Da ist halt nur das S und das E momentan. Genau. Von. Dann vielleicht sowas wie Bridge. Da fehlt halt alles. Ja. Und jetzt bräuchte man wahrscheinlich noch ein anderes Wort für Bridge. Ja. Nee, ja, nee. Nee? Aber etwas, was die Funktion erfüllt von einer Bridge. Ein Seil? Rope? Mhm. Geht auch nicht. Geht auch nicht. Street. Ah. Aber geht doch auch nicht. Geht auch nicht. Kann man zwei. Doch, geht sogar. Guck mal, was dann passiert. Bin mal gespannt. Vielleicht geht es auch. Ganz interessant. Mir fehlt aber doch ein. Nee. Achso, nee, stimmt. Du hast nur ein E, ne? Du kannst es nicht. Ja, und dir fehlt ein T. Also komplettes Hirngespinst gerade von uns. aber was ist denn noch bildbar? Street. Brücke, Seil. Mhm.
Hängebrücke. Hängematte. Hängematte. Hängi. Swing. Rüberschwingen. Ja, das stimmt. Es könnte auch ein Verb sein, aber es ist ein Substantiv. Mhm. Was ist denn der Gegenteil von Gap? Weil da steht Gap. Und da stand Disaster. Aha. Guck dir mal die Buchstaben an. Fokussiere dich nicht zu sehr auf den Inhalt. Aber ich sag mal. Nee, ich sag nix. Das ist Quatsch. Das ist scheiße, weil dann konzentrierst du dich nur noch auf meinen Hinweis. Ja, das stimmt. Und das wollen wir ja nicht machen. Nee. Okay, Da lässt sich halt bilden, ne? Was bringt mir das? Aber einfach mal machen, ne? Mhm. Hat das jetzt irgendwas gemacht? Mhm. Nee, ne? Nee. Wenn es was macht, dann siehst du es direkt. Satire? Versuch mal Satire, ja. Also ich meine, das ist doch sinnbildlich für dieses Let's Play, dass du einfach Satire legst. Ja, schön. Okay, aber nee, da wollen wir jetzt ja raus. Du könntest es fast aus diesen Buchstaben legen. Fast. Tired? Irgendwie sowas? Mhm, da ist dann ein riesiger Reifen aufploppt, der dich rüberrollt. Pnö? Was heißt denn? Nee, warte mal. Nichts, aber nicht so offensichtlich hier, muss ich sagen. Nee, habe ich auch, glaube ich, 5 Sekunden überlegt. Mhm. Muss man. Oh. Ich habe übrigens dann, nachdem ich da mit. Du überlegst weiter. Nachdem ich da Ilias und Gunni da durchgeguidet haben durch diesen Titan, wo ich dann dachte, ich werfe das Spiel gleich weg, dann kam der Fluch Ganons und dann hieß es: Ja, ey, das ist der schwerste. Da habe ich echt 20 Mal musste ich da, bis ich verstanden habe, was der wollte. Er hat mich natürlich schön first tried, was eine unglaubliche Genugtuung war. Aber davor war es die absolute Hölle. Deswegen Respekt vor jedem, der hier so ein Rätselspiel gespielt hat. Ich glaube, Donny hat doch auch Zelda hier gespielt auf dem Sender. Bei den Schreien musst du doch auch Rätsel lösen. Das ist richtig schwer, weil wenn du halt Zuschauer hast, sagen wir mal 1000 Leute, und davon weiß es nur 1%, sind immerhin 10 Leute. Wenn die das im Chat schreiben, dann wirkt es so, als wüssten alle schon Bescheid. Es ist richtig schwierig, da konzentriert zu bleiben. Der ist Backseat, der ist genauso schlimm wie wir. Ja. Oder ja, schwer von Begriff ist gerade nicht. Es ist. Da muss man sich auch drauf einlassen können. Setzt euch doch mal in eine Fußgängerzone mit einem Kreuzworträtsel und sagt. Ja. Ja. Das ist mal die Aufgabe. Im Prinzip ist es wirklich die große Version, wie mit der Frau Kreuzworträtsel lösen. Und dann fragt man ihn einmal, wie dieser griechische Gott heißt, seine Frau. Und dann übernimmt sie es gleich komplett und sagt, ja, das ist übrigens das. Das ist unfassbar. Aber es ist ein Substantiv. Ja. Es geht um irgendwas überbrücken. Ja. So. Ja. Ne? Und Bridge ist es nicht. Was überbrückt denn im Alltag Gefälle? Einen schönen Montagmorgen mit Andreas Lynch. Ja. Da saß aber jemand schon an F2. Okay, was überbrückt noch etwas? Also eine Straße ist es nicht. Ein Path? Nee, auch nicht. Ein Weg nicht. Mhm. Ein Rope ist es nicht, weil das ist ja das, was ich in diesem Spiel schon gesehen habe. Genau. Ein Stone nicht. Nee. Was könnte es denn noch sein? Ein Hebel? Lever? Nee. Auch nicht. Ja, es geht eher ums Gefälle überbrücken. Gefälle überbrücken? Also. Ja, Vorsicht, war das der richtige Arm, ja? Ist noch okay. Müssen wir nicht schneiden, ja? Also, dass man irgendwo hochkommt. Ja, jetzt hast du es gelesen. Haus raus. Sattre.
Okay, jetzt habe ich. Aber das macht überhaupt. Ach doch, das macht links Sinn natürlich, ne? Stairs. Warte mal. Aha. So kommt Kana aber nicht auf Siegertreppchen. Heißt es im Chat? Dieses schlechte Schauspiel. Ja, jetzt wurde es mir auch zu unangenehm. Jetzt muss ich die Nummer abbrechen. Satire. Welches? Ja, dass du es nicht gelesen hättest. Davor hatte ich es wirklich nicht gelesen. Hör auf. Nee, wirklich. So, nämlich. Jetzt schau mal, was passiert. Da oben ist wieder ein Zitat. Ja. Okay. Ey. Was passiert hier? Gar nichts. Da oben komme ich auf jeden Fall auch nicht hin. Hm. Doch, schon, ne? Aber lass uns das aus. Aber ist schlimm. Das läuft mal wohl, ja. Okay, Leiterliste auch. Gar kein Problem. Nee, brauchst du auch nicht. Ist okay. Geht auch nicht dran. Ach so. So, jetzt hier. Was ist das? Chapter 3. Wir sind im letzten finalen Chapter. Aber ich glaube, da brauchen wir nochmal eine schöne 2-Stunden-Session. Also bei der nächsten Krankheit von einem Kollegen sind wir am Start. Hast du gesehen, wie ich da rüber gesprungen bin? Krass, Alter. Jetzt auf einmal geht's, wenn du kein Feuer am Nacken hast, ne? Okay, hier ist Hand. Over. Okay. Damit soll ich wahrscheinlich irgendwas bilden. Was passiert, wenn ich hier reingehe? Nix. Aber der trifft mich wahrscheinlich, ne? Ja, dieser Ding, dieser Nupsi da. Und ich will diese Plattform, dass sie nach oben kommt. Wenn das geht. Schau einfach mal. Soll ich mal reinspringen? Ja, guck doch, was passiert. Dann, ne? Soll ich ihn erstmal lernen? Erstmal schauen, was passiert. Okay. Lerneffekt. Ah, okay, guck mal, aber. Dingschuistik, ja, den gebe ich dir, Deshi. Da ist dieses Ding. Ja. Und da ist das Ding. Ja. Und wahrscheinlich muss der nach da drüben bewegt werden, oder? Möglich, vielleicht. Probieren. Probieren geht in diesem Fall über studieren. Aber das Ding ist, wie kriege ich da diesen. Wie kriege ich das da rein? Vielleicht mal hier. Okay. Übrigens, gerne, falls ihr das VOD gerade schaut. Durch Zufall gelöst, die Nummer. Jetzt hier steht wahrscheinlich drauf. Durch Zufall gelöst? Ja, du hast das ganze Wort reingeschoben. Du hast nicht nur das Haar reingeschoben. Aber ja. Schön. Jetzt kommt hier wieder diese Nummer. Lasst ruhig mal einen Applaus da, wollte ich sagen. Mhm, in die Kommentare. Schreibt euer Lieblingswort gerne in die Kommentare, das ihr kennt. Und dann freuen wir uns auch über ein Like, damit dieses kleine Projekt hier weitergeht. Okay, also ich habe hier verfügt. Ich gehe nochmal hier raus. Also, was wollen wir denn hier? Hier soll wieder irgendwas nach oben kommen. Und irgendwie sollen da die Buchstaben rein. Da ist so ein Blitz. Aha. Ja, was kann man denn hier mal machen? Was könnte denn hier mal rauskommen? Oder soll ich erstmal da mal hingehen? Guck erstmal, was passiert. Ja, und da. Damit du weißt, was du machen musst. Da geht's nicht höher.
Und im besten Fall muss das ja down kommen hier, ne? Aha. Dieses Ding. Weil sonst... Die Nummer, ne? Die Nummer. So, deswegen mal gucken, ob wir jetzt mal ein schönes Down da bilden können, ja? Und ich sehe schon, das gibt nix. D-O. Was könnte man denn noch machen? Wir könnten schon... Hover könnten wir nicht bilden. Jehova? Auch nicht. Stairs. Nee. Nee, könnten wir auch nicht bilden. Stop könnten wir nicht bilden. Diese ganzen Wörter, die ich doch schon kenne aus diesem Spiel. Wo sind sie hin? Mach da erstmal ein paar Buchstaben und guck mal, wie die, wo die hingehen. Ach, was meinst du? Damit du überhaupt weißt, wo die. Schöne deutsche Abendunterhaltung da. Aber die machen, gehen ja einfach runter. Was machen die denn? Die machen ja gar nichts, Andreas. Hast du bestätigt schon? So. Mit den Buchstaben kann er nichts anfangen. Scheint mir. Aha, also ich müsste eigentlich ein Wort bilden, was wahrscheinlich 5 Buchstaben hat und wo dann immer eins dazwischen ist, dass wenn ich das da reinschiebe, dass es dann genau das nimmt, oder nicht? Nee, du hast es noch nicht verstanden. Nee. Mach da einfach mal 5 Buchstaben. Ist ja erstmal noch egal, was da jetzt passiert. Ich habe übrigens Forum auch immer offen, ne, falls ihr da direkt interagieren wollt. Okay, pass auf, jetzt mache ich das nochmal. Flatulenzen und Partner steht hier irgendwo. Ja, das, so hieß meine Gagreflex-Folge. Sly. Hab ich gefunden. Okay. Was hast du jetzt gemacht? Ich hab jetzt mal 5 reingeballert. Wo rein? Hier unten. Aber wenn ich hier das mache, also ich erkenne noch kein System. Das merke ich. Ja, ja. Bestätige mal. Wann werden die denn grün, die Platten? Ja, wenn ich mit dem Buchstaben rüberfahre. Ich muss alle Platten grün machen und deswegen brauche ich richtig viele Buchstaben. Ja, 5. Nur 5? Ja. Mach mal alle 5 Platten grün, dann siehst du mal, was passiert. Dann weißt du, in welche Richtung es gehen muss. Ja, die gehen wieder aus. Nee. Die sind grün, wenn da Buchstaben drüber sind. Pack mal auf jede Platte einen Buchstaben. Ja, klar. Jetzt sind sie da. Aha. Jetzt sind sie zerstört. Ja. Das war schon mal Quatsch. Naja, jetzt hast du ja erstmal das System verstanden, was passiert. Genau, jetzt was, wir hatten das Rätsel, sowas genau, ähnliches schon mal. Hatten wir schon mal, ja. Ach Gott, Scheiße, Mann. Ja, das ist, wenn die Platten nicht zusammengehen dürfen. Wie heißt denn das nochmal? Ja. Gut. Ja. Nicht stop. Irgendwas, wenn das hart ist oder so, oder? Wie heißt denn das? Nee. Oh Gott! Hatten wir mal ein Recap von der letzten Folge gemacht. Grave? Nee. Irgendwas mit G, oder? Nö, mit S. Der.
nicht Stop. Star? Es ist also das Englische für Star? Nee. Das ist Star ist ein englisches Wort. Stove? Nee. Stove ist die Herdplatte. Genau, Platte, irgendwas mit Platte oder so, ne? Ja, ich würde jetzt auch gerne Metal Gear spielen. Solid. Ja. Aber das ist nur der erste Teil des Rätsels. Leute, wer es schon gespielt hat, der weiß, das wird jetzt so eine richtig. Das wird jetzt noch eine richtig lange Weile dauern. So. Mach's dir erstmal ordentlich. Hey. Süß. Hey, das ist irgendwie, ich spiele das hier richtig, richtig toll, spiele ich das. Naja, manchmal kommt man eben nicht auf die richtigen englischen Wörter, schreibt Neplofee und das ist völlig richtig. Okay. Aber ich könnte jetzt doch schon da durchgehen, oder nicht? Versuch doch. Machen wir jetzt. Kein Problem hier. Zack, 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 zack. Hier muss ich draufspringen, wahrscheinlich. Ich überlege gerade, ob noch eine längere Jump-and-Run-Passage kommt. Nee, aber ich bin echt auf den Bosskampf gespannt, ey. Eieiei. Weil das ist viel Quicktime und Koordinaten. Naja, viel Quicktime. Gemessen an dem, was wir schon gesehen haben. Gemessen an, den, an dem, was ich kann auch. Bisschen Jump-and-Run-ig, ja. Okay, hier wieder derselbe Scheiß. Aha. Und jetzt habe ich doch gelernt, jetzt probiere ich einfach mal aus. Was passiert? Genau so ist es. Muss man hier nicht sagen. Ach, es waren nur vier Buchstaben. So. Bei dir. Es ist Montag, 13.30 Uhr. Wir sind gerade in der Mittagspause. Haben eh schon so einen Hals. Weil wieder irgendeine Mail reingekommen ist. Von einem, der gegenüber von einem sitzt im Büro. Okay. Okay, schauen wir uns mal an, was da passiert. Und dann kommen die hoch, oder was? Und dann sind sie weg. Ja, das bringt mir jetzt ja gar nichts. Es sei denn... Was hat das mit dem Monster zu tun? Das Monster kommt auch hoch. Hä? Hate, da steht Hate. Dann muss ich Love bilden? Einfach mal machen, ne? Einfach mal machen. Das V steht da ja noch. Ja, als ob du das, statt du das schneller ausdruckst, bevor du das da wieder hingeschoben hast. Achso, wie macht man zurück? Egal. Du könntest Kreis abbrechen, ne? Das Spiel gibt dir Hilfestellung, dass auch immer ein paar der wesentlichen Befehle auch nochmal verewigt sind im Bild, ne? Löw. Hate, das Antonym ist Löw. So, was ist das? Was will der? Doom Design! Da musst du das Wort Franzbrötchen bilden, glaube ich, ja? Gag, den 20 Zuschauer verstehen, reicht mir. Was ist denn das hier? Löw. So. Hier passiert gar nichts. Löw. Oh oh. Schade. Ja, die Liebe wird nicht erwidert. Da ist doch was passiert. Ja. Schön. So nämlich. Ah, ein bisschen Glück im Spiel, aber meine Was Gute. Für Glück!
Und der trifft mich doch einfach. Da muss ich wahrscheinlich wieder irgendwas machen. Hm. Ja, so geht's aber wahrscheinlich. Wenn du dich einfach ganz schnell nach links und rechts drehst, dann müsste das reichen, um der Pistole auszuweichen. Lel, testet's wirklich. Ja, sie schießt. Sie schießt, ja, sie ja. Sie schießt diese Pistole. So, was können wir denn da mal bilden, dass das funktioniert? Da müsste man natürlich noch mal wissen, ne? Stop. Haben wir nicht. Was ist mit Doom? Können wir nicht. Ach oh Gott, mein. Wenn da eine Woche zwischen liegt, müsste das mal sehen. Da weiß man, Wörter sind immer noch die gleiche. Haben sie in der letzten Woche nicht. Hat sich nicht groß viel am Markt getan, der Worte. Mhm. Möchte ich mal sagen. No. Was gibt's denn da noch? Für was suchst du denn ein Wort? Aber pass auf mal. Gibt's nicht die Möglichkeit, dass ich einfach hier nochmal ein paar reinschiebe und dann zeigt er mir das? Was da für ein Wort entsteht? Weißt du, was ich meine? Er spuckt das ja jetzt aus. Guck mal. Und ich kann die ja jetzt mal da drauf packen. Oder sind die einfach tot? Du lächelst hier rum. Die sind tot, die Dinger, ne? Ja. Die sind tot. Ne? Ja, die sind tot. Was, lass mich teilhaben an deinen Gedanken. Was geht gerade in dir vor? Ja, in mir geht gerade vor. Also, wahrscheinlich muss ich doch wieder was machen, um dieses Ding zu stoppen. Mhm. Ich dachte, ich muss damit arbeiten, aber muss ich vielleicht nicht, sondern nee. Ich muss die Dinge einfach nur zusammenschieben, dass sie ein gutes Wort ergeben. Aha. Oder? Ja. So. Okay. Mhm. Was gibt's da für Wörter? Das Wort hatten wir noch nicht, Andreas. Das stimmt, das ist eine neue Aufgabenstellung. Ist eine neue Aufgabenstellung? Ja. Aber das stimmt schon, dass ich jetzt mit diesen Buchstaben die neuen Begriffe bilden muss. Der was tut? Pistole stoppt. Ja, das ist korrekt. Was ist mit sowas wie Schild oder so? Shield? Mhm. Kann ich halt nicht bilden. Nö. Safe? Mhm. Aber Highlight aus der letzten Folge? Geht in die richtige Richtung auf jeden Fall. Safe? Immun? Mhm. Da fehlen halt leider alle fünf Buchstaben. Alle fünf Buchstaben? Also alle vier, besser gesagt, ja. Aber hast du beim Original-Game zu Hause dann mit so einem englischen Wörterbuch daneben gesessen? Und das war so klar, oder? Ich bin halt richtig gut in Englisch, muss man auch dazu sagen. Okay. Aber ich bin halt schon richtig schlecht in Deutsch, also. Ja. Aber dafür halt gut im Zocken. Ja. Jetzt auch so. Noch die Flasche leer. Peinlich. Habt ihr das gesehen? Diesen Alibi-Griff zur Flasche. So, wir geben ganz kurz in die Werbung, würde ich sagen. Keine Angst, es gibt keinen Progress hier in der Werbung. Wir sehen uns dann gleich wieder mit Let's Play Typo Man. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zu eurem Lieblings-Let's Play auf Rocket Beans TV. Wie schafft man es, dass eine Waffe aufhört zu funktionieren? Wie entkommt man der Waffe? Das ist die Aufgabenstellung für Fabian Krane. Folgende Buchstaben haben wir hier bei Typo Man. Und ich probiere es jetzt mal mit Blade. Im Chat eben dieses Wort gesehen. Übrigens, Fabian Krane jetzt auch kein Monitor mehr, sieht gar nichts. Selbst wenn er wollte, was im Chat das vor sich. Funktioniert geht. Alles nicht mehr hier. Ich glaube, du musst da erstmal aufräumen hier. Aufräumen. Guck mal, links hast du auch zum Beispiel den roten. Weil da läufst du jetzt in Richtung Waffe und kannst da mal alle Buchstaben verschwinden lassen. Ja, Blade geht schon mal nicht, also schiebe ich die alle mal da wieder rein. Ganz schön Blade heißt es da gerade im Chat. Spielt natürlich auf eine phonetische Ähnlichkeit an zwischen, sag ich mal, dem regional gebräuchlichen Blade und der Klinge Blade. Ne, das hat unser Chat natürlich sofort durchschaut. So, jetzt probiere ich mal Lever aus. Lever nicht! Lever-Mädchen. Eine Boulade, schreibt Max Klose. Boulade geht Lever. So, jetzt schauen wir mal. Wort gefunden, aber passiert nix.
Was, oder muss ich den hier vorne hinschieben? Das ändert was. Wir schauen mal. Was passiert denn, wenn er die Waffe dazu sagt? Ah, man sieht's. Der hat dich im Visier, ja. Also es ist nicht die Lösung, warte. Andere Wörter. Ja, okay, lass dich ruhig nochmal in den Kopf schießen, meine Güte. Wir haben es ja. Wir haben die Zeit. 20 Minuten noch bis Fallout New Vegas, aber. Aber das will doch niemand sehen, mit der Spiele, ne? Nils. Ist das hier nicht die wahre Apokalypse? Hm? Ja, genau. Also, Lever Blade haben wir. Was kann eine Waffe aufhören zu schießen? Ja. Was kann eine Waffe stoppen, um mich zu beschießen? Ja. Es. Also zum Beispiel, wenn ich das Magazin rausnehme. Oh. Das könnte natürlich keine Ladung mehr. Keine. Oh, wo hast du das? Hast du das auf dem Handy gerade im Chat gelesen? Oder wo hast du das her? Was denn? Ja, was heißt, würde das denn bedeuten auf Englisch? Magazin leer. Aha. Magazin leer. Was soll das denn heißen? Keine Ahnung. Ist das nicht eher was, wenn man so loading... Heißt das irgendwie Loading? Mhm. Try. To load. Aber das heißt ja, die Waffe aufladen. Schau mal, was dann passiert. Übrigens, Magazin, ja, Magasin. Französisch für Supermarkt. Ja, passiert nix. Aha. Aha. Mhm. Bringt gar nichts. Bringt in dem Fall nicht so viel. Aber das war schon eine Finte mit dem Magazin gerade, oder? Nee. Das ist schon die richtige Spur. Schau mal. Aber im Englisch, das Magazin von der Gun heißt auch nur Magazine, oder nicht? Mhm. Was könntest du mit Load noch machen? Loading. Mhm. Kann man mit Load auch. Beschreibt es auch das Gegenteil von Loading? Also, entladen. Empty geht natürlich nicht. Empty geht nicht. Wie könntest du denn nachladen beschreiben? Reload. Mhm, versuch das mal. Grüße an Uka an der Stelle. Für das Gaming-Magazin Reload. Genau, eigentlich reicht es ja schon, ja. Wir schauen mal, was dann passiert. Ob da was passiert. Wahrscheinlich nämlich nix und du hast mal wieder schön deinen Spaß hier gehabt, ne? Ja. Da freuen wir uns dann wieder. Aha. Da passiert gar nichts. Nee. Passiert nix. Okay. Also war das falsch? Ja. Es gibt ja immer mehrere Lösungen. Ich habe eine andere gewählt. Okay. Also du hättest jetzt vielleicht gedacht, dass vielleicht es eventuell vielleicht auch geht, ja. Okay, aber wie kann ich mich denn, also dann ist es, muss es doch irgendwie sowas Protect-mäßiges sein. Oh, To protect, aber das kann ich ja auch nicht bilden. To be or not to protect. To be or not to protect. safe space. Mhm. Shield. Ja. Was gibt's denn da noch? Könntest natürlich auch. Das Wort kennst du wahrscheinlich nicht. Ja. Scheiße. Könntest du. Ich weiß es nicht, Andreas. Auch mal, also ausweichen, entkommen, dich nicht treffen lassen. Ach so, okay. To run. Run away. Fliehen. Was heißt denn fliehen auf Englisch? Escape? Ja, Escape hat man schon mal. Geht in dem Fall allerdings nicht, da fehlt dir das S. Ja. Ja, mal. Nee, du musst es mir jetzt sagen. Nee, versuchen wir noch ein bisschen. Nee, Andreas, ich weiß es doch. Hey, beruhig. Ich lese mal eins aus dem Chat vor. Evade? Evade? Evade bilden. Was ist denn Evade? Evade heißt entkommen, fliehen im Sinne von ausweichen. Das ist der richtige. Aha. Mhm. Und das bildet dann so ein Schutzschild? Maybe. Schau mal, was passiert. Jetzt ist natürlich. Jetzt hast du das Wort wieder entlegt, ne?
Wenn ich es vorsage, ist ja lame. Deswegen, wenn das jetzt im Chat stand, ist okay. Scheiße. Danke, Chat. Ja, ich liebe euch. Schau erstmal, ob es funktioniert. Hier ist doch gerade so ein Schutzschild, oder? Versuch's mal. Nice! Ist hier der scheiß Endboss? Ach! Shit! Das war so klar! Schön! Evade war, ist schon ein bisschen schwierig. Mann. Ist jetzt nicht Grundwortschatz, gebe ich schon zu. Ein bisschen schwierig. Muss ich da erst. Ich wollte es halt nicht sagen, weil ich dachte, vielleicht findest du eine andere Lösung. Es gibt bestimmt auch noch andere Wörter. Du wirst gleich noch ein paar andere Waffen auch treffen. Jetzt erstmal das Zitat hier abholen, ja? Komm, das wird doch eh nix. Wie spät haben wir das denn? 13.43 Uhr. Oh, Jesus Christ. Holy shit. Noch nicht drauf. Aber das ist mir, erscheint mir hier viel zu schnell zu sein. Lol. Bin ich hier noch hin? Ja, ich bin noch hin. Ah. Ja. Shit. Oh Gott! Schön. Da geht auch nochmal sicher. Schön! Ja! Shit, ey, jetzt geht das immer schneller hier. Zockt er mit Lenkrad, fragt Shorty to go. Ja, irgendwie schon. Oh, das wird doch wieder nix. Oh, I love it. Das sehe ich doch wieder gerne. Da sind wir am heutigen Endpunkt, würde ich mal fast sagen. Nein. Einfach so machst du das so. Das mache ich einfach so. Als gäbe es keinen Morgen, sagst das, du? Das mache ich euch einfach jetzt so. Das packe ich euch schön ein, dann könnt ihr damit schön zur Schule gehen. Spring, mein Sachse, spring! Mit Tanzmatte, ja, könnte man auch. So nämlich. Sage mal, was. Wer ist es? Wer ist denn dieser Fabian Krane? Sage mal, ey. Sag mal. GG, schreibt Stevio. Okay. Das scheint mir doch ein einfaches Ding zu sein. Mhm. Und E-Sport Kane. Es ist doch wieder Evade, oder? Könnte das sein? Einfach mal probieren. Aber das war noch nie, ne? Die so schnell hintereinander sind. Was heißt die Welt nochmal? Fliehen. Okay. Ausweichen, ja. Ausweichen, fliehen. Siehste? Warum es sich schwer machen? Mhm. Ich sage ja, ich habe einem früher in der Schule immer. Man muss ja nicht, man muss es nicht selber wissen. Man muss nur wissen, wo es steht. Aber das Rätsel an sich hast du noch nicht verstanden, offensichtlich. Nee. Naja, da musste wahrscheinlich diese Dinger daraus gemacht werden. Ah nein. Was hat denn diese Buchstaben zu tun? Die muss ich wahrscheinlich in die richtige Reihenfolge bringen. Oder? Okay. Also ich kann so viel verraten nach circa 5 Stunden Spielzeit. Du kannst dieses Rätsel mit den Buchstaben lösen. Ah, okay. Okay, da sind so Buchstaben. Aber das mit dem Evade, das war ja schon mal richtig. Mhm. Das kann ich ja schon mal nochmal legen. So. Mhm. Evade, so. Ich habe das übrigens mit dem Wort irritate gelöst, möchte ich an dieser Stelle mal kurz sagen. Dann geht die Waffe nämlich immer so und kann dich nicht richtig pinpointen. Weil ich mir irgendwann selbst auferlegt habe, dass ich nichts mehr unter 3 Silben lösen möchte. Spaß. Okay. Und jetzt die Nummer. Ich dachte kurz an was sowas, so Row-mäßiges aufreihen, aber das kann man ja nicht bilden. Oder? Row, wir haben kein W. Aber wie könnte man es noch? Reihenfolge, was heißt denn ja. Reihenfolge, ordnen, sowas wie ordnen. Mhm. Was ist das in Englisch? Ordnen,
Law and Order? Ah? Order ist, okay, Order, mal gucken, ausprobieren. Vielleicht geht auch Hors d'oeuvre, oh, dass dann jemand kommt und kleine Häppchen serviert. Oh. Oh. 90er-Fans erinnern sich noch an Alles Nichts Order, ne? Die ja, Show. Ja. Schau mal, was da passiert. Mr. Whitecard fragt, was heißt sortieren? Nochmal auf Englisch. Okay, aber... Ich gucken. So, jetzt... Oh, tja, wie machen wir das denn jetzt? Wie machen wir das denn jetzt? Ah! Leute! Sag mal, der Typ hat einen Lauf! Leute! So. Du hättest es auch wieder mit Stairs einfach lösen können. Echt? Hm. So hab ich's gemacht, aber schön. An Order habe ich gar nicht gedacht. Toll. Klasse. Auch das ist Typo-Man. Jeder hat ein komplett unterschiedliches Spielerlebnis. Mit komplett unterschiedlich meine ich geringfügige Abweichungen durch andere Worte. Schön. Sword wäre auch gegangen, habe ich hier gelesen. Völlig richtig. Das ist nicht mehr der Krane, den ich kenne. Ja, so ich meine da, auch nicht. Ja, ja. Da hat man eine erfolgreich laufende Let's Play-Serie mit einem richtigen Konzept und fängt der Typ jetzt plötzlich an, besser zu werden, ne? Hate, das love. Was ist passiert hier? Hier sind so kleine Monster, sag ich mal, ja? Na, erstmal stirbst du natürlich wieder, ne? Ah, nein, live mache ich. Naja, aber wäre richtig gewesen. Life is life. Life is life. Ist das live? Komm, 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 dann kommen wir auch schneller raus. Okay. Jetzt hier hin, wenn die Scheiße runtergeht. Ich dräng den zurück. Den Arschloch. Das Arschloch. Den Arschloch. Den Arschloch. Ja, ach so, jetzt habe ich Problem, natürlich. Ne? Switch. Ah, dann nimmt er dich und zerhackstückt dich, wie man so schön auf Deutsch sagt. Ah, nein! Oh, nee! Oh, geil! Unter Zeitdruck Worte bilden. Lelelul, das nennt man Schlagfertigkeit. Vieh hat er gefunden. Pfeil, was ist das denn? Kenn ich selbst gar nicht. Jetzt wirft er noch mit Buchstaben. Jetzt. Ja. Oh! Oh! Das ist der Stern. Shit, ey. Aber was kann. Wie kann ich das Ding da gleich hochbewegen? Frag ich mich gerade. Oder kann ich die töten, indem ich. Nee. Wie? Naja. Wir haben da schon mal was gelernt in dem Spiel. Das geht, ne? Okay. Überleg mal, was du noch bilden könntest. Pfeil? Pfeil? Mhm, denn er scheint ein riesiger Ordner. Pfeil? Eil? Das ist ja Englisch. Das ist Deutsch, meine ich. Ja. Warte mal kurz. Was kann ich noch damit bilden? Das ist eine ganz wichtige Spieldynamik. Die haben wir schon kennengelernt im letzten Session. Letztes. Da vorne ist halt so ein Ding, was runtergehen muss, ne? Nee, das kannst du nicht verändern. Nee? Aber da, das Ding muss ja auch runtergehen. Oder was muss, wo will ich denn her? Du kannst aber, schieb mal ruhig noch ein bisschen weiter nach rechts und schauen, was du da gleich für eine Problemstellung hast. Was siehst du denn da rechts? Ja, Switch. Ich sehe das Switch. Und wie haben wir dieses Switch-Rätsel bisher immer gelöst? Switch-Rätsel, das Switch-Rätsel. Diese Schalter. Der Lever hatten wir doch sonst immer. Ja, und was war bei Switch immer? Momentan ist der ja noch aus, wie man sieht. Genau, ich muss den on machen. Genau, was hast du da aber jetzt für ein Problem? Ich habe kein O und kein N. Exakt. So. Erinner dich, wie wir diesen Monstern auch begegnen können. Komm schon, erinnere dich. Komm schon, erinnere dich. Denk zurück. Komm schon, es ist doch irgendwo in dir drin.
Lei. Lei mit Lei. Was passiert dann? Ich weiß nicht mehr, was dann passiert. Wir finden es raus. Wir finden es raus, ja? Okay, wie packe ich denn das jetzt am besten an? Na, erstmal stirbst du wahrscheinlich. Oder du spielst aber. Naja, wahrscheinlich stirbst du jetzt erstmal. Okay. Simba, erinnere dich. Okay. Nutze die Macht. Denk an damals, junger Padawan, schreibt der Chat. Denk an damals. Ich muss sie erstmal mir vom Leib halten hier irgendwie. Okay. Wie kriege ich dieses Leider möglichst schnell hin? Kann ich mir ihn hier greifen? Nee, geht nicht. Okay. Das ist ganz ich wichtig, aus der Pädagogik heraus nicht, oh, shit. Nicht zu früh dazwischen zu gehen. Manchmal müssen die Kinder eben auch ihre Fehler und shit. Ihre eigenen Erfahrungen machen. Das ist ganz wichtig in der Pädagogik. Okay, dann mache ich jetzt mal nur Leid direkt von Anfang an. Ah, da kann ich das switchen. Was macht der? Der kehrt das um. Genau. Aber das bringt mir hier jetzt auch nichts. Das heißt, ich muss nochmal Lei bilden. Um den anderen auch zu switchen. Kann das sein? Schön, Mensch. Also ein bisschen Stolz hat man da auch. Ja, ne? Ren Höheck schreibt GG. Oh, nee! Ach, Mann! Chat, habe ich auch schon eine andere Lösung gesehen. Ja? Kommen wir vielleicht... Nee, mach erst mal, mach deine Variante. Ist der... Gut. Der schon... Alter, das gibt's doch jetzt nicht! Das gibt's doch jetzt nicht! Oh nee, ey! Ich muss den erst dahin schieben und dann zurückkommen, live machen und dann nochmal live, oder? Kann das sein? Das gibt's doch nicht! Scheiße, was spielt man danach Schönes? Okay, jetzt nochmal. Zack. Wie gesagt, es gibt mehrere Lösungswege. Oh, wa? Geil. Das ist geil. Haben wir noch 5 Minuten? Ja, wir haben noch 5 Minuten. Ich glaube, das ist schön. Das ist richtig schön, das gerade zu sehen, ey. Ich wünschte, ich wäre jetzt live im Chat und einer von euch. Scheiße. Ich lief. I live. Hey. Il heißt der auf Französisch. Il. Scheiße, ey. Ja, schau mich nicht so an. Schau mich nicht so an mit deinen schönen Augen. Es ist für alle 14 Uhr, ja? Live durchgezogen. Dann werden die Monster krank mit Il. Genau, dann werden die husten und schniefen. Ich verstehe nicht, warum du von deinem ursprünglichen Plan wieder so abgerückt bist. Was sprach denn dagegen? Da spricht nichts gegen, aber es ist gar nicht so einfach. Ja. Aber du siehst doch, dass aus dieser Situation du fast handlungsunfähig bist, ne? Warte mal. Was ist, wenn ich jetzt noch ein zweites Mal live bilde? Aha. Ja, klasse. Dann mach ich noch mal eins. Schön zugemauert hast du den Dude. Kannst vielleicht sogar... Naja, kriegt ja nichts.
What the fuck? Guck mal, ob du ihn reinschieben kannst in das Rote, aber der wird nicht zur Linksen, ne? Nein, der wird eh nicht, der wird nicht. Und dann, also, dann werden alle anderen Buchstaben und dann würde er dich genau, gehen. Ja. Aber du warst doch eben schon weiter vor 6 Minuten im Kopf. Du hast da eigentlich schon richtig gedacht. Jetzt mache ich das hier. Okay, krass. Die Monster, ich würde gerne mal wissen, was die Monster denken. Ich wünschte, die wären im Chat und würden denken, what the fuck? Oh nee, Mann! Mann, ey. Warum werden die da drauf gemacht? Die wollten es mir unnötig schwer machen. Die töten mich doch sofort. Fick dich, ey. Fick dich. Fickt euch, ey, was soll das denn für eine Scheiße sein? Oh, geil. Ah! Los, warte. Nochmal, ich glaube, das war gar nicht so dumm. So, jetzt hier. Digga, geh da hin. Oh, Leute! Leute! Oh Mann, Dude, Alter. Okay, die du kommen siehst da raus. Wie auf der Plattform die, steht, dass es da nicht geht. Die kommen da raus. Okay, alles klar. I see. Chat, helft mir. Es tut so weh. Alter, weiter, fahr weiter. Aber wie kann ich das Viech da weglocken? Geh woanders hin. Geh. So. Can it be? Geh doch mal raus aus dem Menü. Ja, was? Ich dachte, ich wäre schlau, wenn ich jetzt noch mal live bin. Wir wissen, dass du nicht schlau bist seit 3 Stunden. In-game. Komm, go! Hallo! Geh woanders hin! Schrei den nicht so an. Okay. Oh, nee. Oh, komm, Leute. Also, nee. Was habe ich jetzt falsch gemacht, Andreas? Du bist auf dem richtigen Weg. Ich sehe das, in einer Stunde sehe ich das. Scheiße. Nein. Oh, nee. Ach so. Kannst du? La, 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 la. Nein! Passt. Du kannst auch das Wort Lell einfach legen. Ja, und dann lachen alle. Lell! Und Lil. Chat, help me. Komm, dahin. So. Und jetzt? Was mache ich jetzt, Andreas? Warum? Jetzt muss ich nochmal live bilden, oder? Sag mir, dass es stimmt. Beobachte doch mal die Monster. Welches ist denn immer zuerst an deinem Arsch? Der rechte. Ach. Also erstmal ihn hier. Reicht doch schon, der läuft doch schon. Nein. Nicht den Systemspeicher. X wieder. Oh nein. Okay, alles klar. Jetzt nochmal. Habe ich nochmal ein letztes Mal? Oder warten die Kollegen? Komm jetzt, komm. Komm, geh! Reicht doch schon! Wie lange denn noch? Lauf weg da! Ach, ich muss jetzt weglaufen! Naja, du musst halt ein bisschen mehr. Aber hast Glück gehabt.
Nein, warte doch mal. Mach doch nichts. Da, gucke. Boah, er hat es echt noch geschafft. Das gibt's nicht. So. Rave. Jesus Christ. So, halt, stopp. Was willst du denn jetzt da wegschieben? Okay, was muss ich denn mit Brave machen? Mutig. Was soll das sein? Du nimmst jetzt, guck mal, was Brave hast. Love? Nein, pass auf. Pass auf, okay. Okay, ich muss dieses Ding hier ausmachen. Ja, wie machst du das? Das letzte, das machen wir noch ganz kurz. So. Du hast ein O, richtig? Ja. Welches Wort möchtest du bilden? Off. Wieso off? Für aus. Und der ist doch schon aus, der Switch. Nee, aber das rote Ding hier. Nee, das brauchst du nicht. Sondern? Naja, off ist schon richtig. Bitte mal off. Kann ich gerade nicht. Doch, kannst du, na klar. Ah, okay. Mit hier zwei Fs. Mhm. Also noch ein zweites nehmen, ne? Mhm. Sagt man ja so, dass oft. Sagt man ja oft ganz, ne? So. Das machen wir noch ganz kurz, liebe Regie. Ist das okay? So, jetzt nehmen wir das O. Okay. Peinlich, aber rollt noch zusammen. Okay, halt. So. Ja. Und wir wollen ja den Switch on machen. Wie kriegst du jetzt aus diesem off ein on? Ein on? Das ist wichtig für unsere on-off-Beziehung. Wie ich aus dem off ein on bekomme? Ja. Ich check grad. Wie haben wir ihn gerade aus hate love gemacht? Na, mit lie. Ah. Also bild ich wieder lie. Yes. Ach, um dieses Ding. Okay. Richtig. Okay. Mhm. Man könnte dieses Spiel auch Anruf von Antonym nennen. Der macht da gar nichts. Ja, weil es kein Wort ist. Danke. Und jetzt? Jetzt schiebst du erstmal den ganzen Hassel, der da rechts ist, weg ins Rot, weil sonst haben wir gleich das nächste Problem. Okay. Ja, weg damit, weg. So. Jetzt holt der macht das wieder, falls das aus Versehen passiert. So, du holst jetzt es on und schiebst es nach rechts. Und du siehst ja den Effekt. Radius. Stopp. Und go. Schön. Okay. Und jetzt stirbst du noch einmal. So. Liebe Leute, wir sind durch für heute. 5000 Klicks brauchen wir, um euch dieses Debakel weiter anzuschauen. Normalerweise ist Crowdfunding für einen Good Cause. Ich glaube, in dem Fall nicht. Mhm. Stellt euch einfach vor, der Typ braucht eine Nieren-OP und es wäre dafür. 5000 Klicks, lasst ein paar Likes da. Und dann geht hier dieses betreute Zocken in die nächste Runde. Kana erholt sich erstmal. Das war's. Für heute mit Typo Man, bleibt dran, Nils ist schon in den Startlöchern.